Hallo zusammen. Ich möchte euch mal in dieser kleinen Serie mein liebstes Hobby genauer vorstellen. Und das ist mittlerweile nicht mehr das Spielen an sich der Computerspiele oder der Klassiker oder der modernen Spiele, sondern es ist tatsächlich das Sammeln. Das Sammeln dieser Spiele, dieser Spieleboxen, dieser Kartons und auch natürlich diese geilen Inhalte, die es dazu gibt. Und das Auseinandersetzen mit diesen ganzen Dingen. Also, wie ist so ein Karton aufgebaut? Welche Inhalte sind da drin? Welche Extras wurden hinzugefügt? Und was ist der Grund von der Registrierkarte oder warum gibt es so geniale Goodies bei der Ultima-Serie zum Beispiel? Alles das sind alles Dinge, die mich persönlich sehr faszinieren. Und ich habe mittlerweile ein ganzes Spielezimmer voll, wirklich mit diesen ganzen Kartons, mit diesen ganzen Spielen. Und ich möchte euch hier jetzt mal einfach mal zeigen und auch mal darüber sprechen, was fasziniert mich eigentlich an diesem Karton. Und es geht los mit der ersten Folge, der Karton. Zu Beginn möchte ich euch erstmal die verschiedenen Arten der Kartons, der Spieleverpackung zeigen. Und der Start macht hier der Karton von Ultima 2, The Revenge of the Enchantress von 1983 von Sierra Online vertrieben. Das ist jetzt der obere Karton. Dieser Spieleverpackung besteht aus zwei Kartons, einem oberen und einem unteren Karton. Das ist wie gesagt der obere Karton. Das hier ist die Rückseite und der untere Karton. Man kann hier auch ganz gut unten sehen, am unteren Rand, dass diese Kartons einfach übereinander gestülpt werden. Ein Karton ist größer, ein Karton ist kleiner und so werden die einfach zusammengesteckt und das ergibt dann halt die Spieleverpackung. Das ist tatsächlich auch die am häufigsten vorkommende Spieleverpackung, die verwendet worden ist, dieser zweiteilige Karton. Und hier sieht man mal, dass die komplette Ansicht von Ultima 2 inklusive der ganzen Inhalte, der Anleitung, Players Guide, die Reference Card, auf die ganzen Einzelteile werde ich später nochmal eingehen. Aber hier sieht man mal die ganzen Totale. Und hier sieht man auch ganz gut, wie die beiden Kartons dann halt im Endeffekt übereinander gesteckt werden, um halt das Ganze abzuschließen. Leider hat der zweiteilige Karton auch den Nachteil, dass mit der Zeit einfach der obere Karton immer weiter auseinandergedrückt wird, wegen dem Druck, der entsteht, wenn halt diese beiden Hälften aufeinander gedrückt werden. Das kann man hier ganz gut sehen, leider ausgerechnet bei einem meiner Lieblingsspiele, bei Ultima 7, The Black Gate oder Die Schwarze Pforte, das ist jetzt die deutsche Version, die ich hier habe. Da sieht man ganz gut, dass es immer weiter und weiter auseinandergedrückt wird. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist aber auch schon das schlimmste Beispiel, was ich habe. Also es betrifft so ziemlich alle zweiteiligen Kartons, also die ja eine entsprechende Seite haben natürlich. Aber es ist teilweise, es ist unter einem Zentimeter oder noch weniger. Es ist sichtbar teilweise mit der Zeit, aber es ist längst nicht dramatisch. Also ich will mal nicht übertreiben damit. So, kommen wir zum nächsten Karton. Das ist auch ein zweiteiliger Karton. Allerdings gibt es hier noch zusätzlichen Überzug, der direkt über den Karton rübergezogen wird. Das ist hier das Frontcover von Wizardry Crusaders of the Dark Savant. Hier sehen wir das Backcover, die Rückseite. Und hier kann man ganz gut sehen, wie das im Endeffekt aussieht. Also sie haben im Hintergrund sieht man den zweiteiligen Karton mit Zyrtec beklebt und hier sieht man diesen Überzug. Das ist wirklich ein ganz dünnes Papier oder ein ganz dünner Karton, der darüber gezogen wird. Hier sehen wir mal die Totale, inklusive den Überzug und inklusive des Kartons mit den ganzen Teilen, auch ganz wichtig mit der Luftpolsterfolie. Dieser Karton hat den Vorteil oder diese Verpackungsart hat den Vorteil, dass der Karton, der zweite Karton im Inneren, eben nicht so stark auseinandergedrückt wird, weil halt die Lasche, die darüber gezogen wird oder dieser Überzug, das Ganze ein bisschen besser zusammenhält. Der Nachteil bei der Sache ist allerdings, dieses Papier ist ziemlich dünn und ist auch entsprechend empfindlich. Das knickt sehr schnell, geht sehr schnell kaputt. Man kann es auch hier ein bisschen sehen, es ist nicht stark beschädigt, aber man sieht am Rande, dass es ein bisschen kriselig ist, ein bisschen abgeraut ist und unrund ist. Und man muss da sehr aufpassen, wenn man das halt oft auseinanderzieht und wieder zusammen macht, dass kann relativ schnell beschädigt werden. Eine weitere häufig verwendete Spieleverpackungsart ist der Laschenkarton. Hier sehen wir das Frontcover von Devil Whiskey von Shifting Sun Studios von 2000, ja, bis 2004 produziert,
was übrigens ein sehr schöner Bartzell-Klon ist, sehr klassisch gemacht mit handgezeichneten Grafiken, Animationsgrafiken der Gegner und teilweise von den Charakteren, was ja genau mein Ding ist, das liebe ich ja unglaublich. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video drüber machen, aber das jetzt nur am Rande. Hier sieht man das Backcover, ist ein bisschen düster geworden, aber es ist auch ein sehr dunkel. Da kann man auch ganz links ganz gut sehen, wie die Zeichnungen im Spiel sind. Das sind also wirklich mit viel Liebe gemacht. Ein sehr schönes Spiel, aber dazu später auch noch mehr. Hier sieht man mal ganz gut die Besonderheit dieses Kartons. Also der hat, wie ich schon gesagt, eine Lasche, mit dem man den Karton aufmachte. Das ging übrigens von beiden Seiten. Das ist jetzt hier die obere Seite, wie man ganz gut sehen kann. Die untere Seite sieht ganz genauso aus. Man macht den Karton auf und im Drinne war dann noch ein zweiter Karton. Und dieser zweite Karton war sehr individuell geformt. Der hier von Devil Whiskey hat zum Beispiel diese Aussparung im hinteren Bild, wie man sieht, da kam dann die CD-Hülle rein. Wenn man den Karton aufgeklappt hat, da waren dann die Dokumentationen, die Handbücher sind dann direkt dort im Karton drinne. Hier in der Totalen kann man mal alles komplett ganz gut sehen. Wie ich schon gesagt, rechts oben kommt dann halt eine Aussparung die CD rein, die CD-Hülle mit der CD meine ich und dann eben das Handbuch da unten drin. So, hier ist nochmal eine besondere Variante des Laschenkartons. Das ist von Lands of Lore, Guardians of Destiny. Das ist die Variante, die im pazifischen Raum, im asiatischen Raum verwendet und verkauft worden ist. Schönes Frontcover, wie ich finde, mit den Drachen und dieser uralten Stadt. Der Drarakel, soweit ich weiß, oder der Drakuiden, wie auch immer. Hier das Backcover. Das Schöne an dieser Art von dieses speziellen Kartons ist, dass der komplett bedruckt worden ist, wie man sieht. Außer gut, beim Frontcover hat man rechts unten dieses For Asia Only noch drin. Aber ansonsten, hier sieht man auf der Rückseite gut, der ist komplett bedruckt. Auch die Lasche oben ist unbedruckt und das ist ein sehr schönes, komplettes Bild, wie ich finde. Und hier kann man auch mal sehen, wie es ist. Das ist also komplette, vollständige Karton. Da ist nicht innen drinne nochmal ein Karton, sondern das ist wirklich der Karton. Und man kann vielleicht auch ganz gut sehen, dass dieser Karton dann auch ein bisschen fester und ein bisschen dicker ist, weil klar, es ist ja nicht noch eine weitere Verpackung vorhanden. Und die Software und die Handbücher und die ganzen Dokumentationen wurden einfach damit reingepackt. Ja, dieser Karton ist natürlich sehr robust und auch schön gemacht, wie ich finde. Der Laschenkarton an sich hat, wie ich finde, den Nachteil, dass er einfach durch diese Lasche eben relativ schnell ausgeleiert, beziehungsweise die Lasche an sich sind relativ schnell ausgeleiert. Umso öfter man das aufmacht, da kommt dazu, diese Laschen sind natürlich auch so geformt, dass die auch das Ganze festzumachen. Das heißt, man muss auch ein bisschen Kraft aufwenden, um die Laschen aufzukriegen. Und dabei kann es auch mal locker passieren, dass man die Lasche verbiegt und dass das Ganze krumm und schief wird. Ist für mich persönlich der Karton, den ich persönlich am wenigsten mag, weil diese Lasche ist einfach sehr empfindlich. Das ist wirklich kein schöner Karton für mich. Aber gut, man hat halt nicht die Wahl. Ne? Wenn man die Sachen sammelt, dann muss man auch so sammeln, wie sie kommen. So, das war es erstmal mit den Standardkartons. Im nächsten Teil möchte ich euch mal die besonderen Kartons, die über die Jahre rausgekommen sind, mal vorstellen. Ich danke euch fürs Zusehen.